Hallo, willkommen bei einem kleinen Video von Titan Quest Legend of Champions Mod. Ich habe ein paar Sachen zu sagen, sorry wenn es manchmal leckt. Es ist Fraps und es hat Probleme mit Titan Quest, aber bei mir läuft es flüssig, also ohne Aufnahme. Ja, ich habe mir so gedacht, ich werde bald einen Titan Quest Mod machen. Dafür brauche ich eventuell eure Hilfe, ja. Einfach entweder Beta testen, entweder einfach mal spielen und sagen, was denn alles schlecht ist und was ganz gut ist. Einfach ein bisschen unterstützen. Ich werde den Mod natürlich mit der Anniversary Version machen auf Steam, im Steam Workshop. Und wer richtig Bock hat mitzumachen, der darf sich auch melden. Ich brauche auf jeden Fall mehrere Leute und ja, Leute, die auch wirklich etwas machen können. Egal, ob es von euch erfunden wird, ob es von mir erfunden wird oder einfach etwas gemeinsam ist. Und ja, ich habe einfach mega Lust davon, darauf. Und wenn ihr eben auch Lust habt, dann meldet doch euch bitte. Könnt es per PN oder an dracobasler@gmail.com. Die E-Mail findet ihr unten, es wird mit C geschrieben, nicht mit G, das Drago. Und ja, dann können wir mal etwas auf die Werke stellen. Ihr seht jetzt zum Beispiel, ich habe diesen Mod mega genial. Ich finde ihn einfach mega genial und ich will nicht etwas Ähnliches machen, aber ich will etwas, das halt auch den Flair ein bisschen anfängt, weil Legend of Champions tut den Flair von Titan Quest natürlich extrem auffangen und ich finde es einfach ein genialer Mod. Und seitdem ich den spiele, nicht mehr D2 Immortal Throne, Immortal nur, habe ich ja einfach viel mehr Spaß an Titan Quest wieder. Und weil die Anniversary Version auch gekommen ist und so weiter. Ja, finde ich es einfach genial. Und es läuft übrigens flüssig. Also ich habe jetzt keine Lags mehr gehabt, kurzer Moment. Ja, ich habe immer noch 60 FPS, also eventuell geht's jetzt plötzlich. Ich weiß auch nicht, wie es so manchmal so das Ding runter geht. Also ich weiß ja, Fraps ja, jetzt hat es wieder ein bisschen geleckt. Fraps beruht auf Caches und die sind manchmal voll, extrem schnell voll. Und das tut mir einfach leid, dass halt das im Titan Quest so ist. Ich hoffe, der Entwickler macht bald noch weiter und wir können einen großen Mod herstellen. Hä? Ja, also ich freue mich. Ich bedanke mich bei Zuschauern und eben, wenn ihr Interesse habt, so meldet euch doch. Dankeschön und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.